Oh, ist das heiß. Heusi grillt. Heusi grillt, eine neue Ausgabe auf unserem YouTube-Channel auf lippewelle.de. Heute mein Gast Alexander Wey von der Kochschule und vom Restaurant Maharani aus Hamm. Alex, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, Heusi habe ich gelernt. So, deswegen Heusi grillt. Lang nicht mehr gesehen, Alter. Genau. Wir sind heute hier im Gartencenter Hesse und versuchen so ein bisschen asiatisch europäisch zu kombinieren. Warum hast du das asiatisch denn jetzt so betont? Naja, weil asiatisch schon außergewöhnlich beim Grillen ist, finde ich zumindest. Also wenn ich früher gegrillt habe, war bei mir halt Nackensteak und Bratwurst. Ja. Aber wir wollen ja unseren Lippewelle-Hörern und Zusehern zeigen, dass man im Sommer auch durchaus mehr machen kann. Und deswegen hast du viele tolle Sachen mitgebracht. Was gibt's denn heute? Ich habe gar nicht so viel mitgebracht, weil ich bin ja auch ein Mensch, der so ein bisschen nach dem Minimal-Maximal-Prinzip lebt, wie jeder andere eigentlich auch. Minimaler Aufwand, maximales Ergebnis. Super. Deswegen achte ich halt auch immer darauf, dass ich irgendwo durch den Supermarkt gehe, für 10 Euro was einkaufe, ein paar leckere Sachen einfach hier hinstelle und den Leuten dann natürlich auch so ein bisschen mitgebe, was kann man anderes machen, außer Nackensteak oder das Übliche zu grillen, weil die Kleinigkeiten und Feinheiten machen halt den Unterschied und am Ende des Tages zählt auch das Ergebnis. Und das Ergebnis ist für mich halt immer so von wegen, es muss trotzdem gut sein, aber ich bin derjenige, der es gerne mit der Hälfte des Aufwandes macht. Genau. Und das Schöne ist ja, ihr wisst es genau, bei Heusi Grill zählt eins natürlich auch noch neben dem Schmackhaften. Es muss für alle machbar sein. Also wenn ihr im Sommer eure Freunde einladet, dann könnt ihr mal sagen, also heute ist ganz Außergewöhnliches, das habt ihr sicherlich so noch nicht gegrillt, ja. Aber ihr könnt es gut und gerne auch schnell nachmachen. Ich glaube, das ist wichtig. Ne? Und vor allem ist es variabel. Also wer keinen Bock auf eine Avocado hat, weil er ein Avocado-Hasser ist, es gibt ja nicht nur Liebhaber, sondern es gibt auch Ausländerfeinde. Total lecker Avocado, ne? Also Avocado ist ein Knaller, richtig, oder? Definitiv. Aber du kannst auch eine Ananas nehmen. Ja, okay. Na, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und das, was ich jetzt mache, soll einfach nur ein Anstoß dafür sein, dass man sich vielleicht einfach selber in dem Rezept verwirklichen kann. Ob man jetzt Lauch nimmt, eine Lauchzwiebel nimmt, ob man jetzt eine rote Zwiebel nimmt, eine große Zwiebel nimmt. Das sind einfach so ein paar kleine Tipps und Tricks, um den Leuten einfach so ein bisschen in den Arsch zu treten und zu sagen, hey, es geht auch anders. So, und leicht vor allem. Das ist immer ganz wichtig. Richtig. Wir haben schon angefangen. Das ist übrigens auch sehr interessant. Wir nehmen zwar einen Weber-Grill, aber nehmen richtige Holzkohle. Habe ich so auch noch nie erlebt. Kann man da ganz gut machen, ne? In dem Fall ist es keine Holzkohle, wir haben Briketts. Richtig, ne? Genau. Stimmt. Und zwar habe ich mir hier einen Gastronombehälter genommen, der die Hitze aus kann. Du kannst aber auch eine Pfanne nehmen. Du kannst eine alte Pfanne oder einen Topf nehmen oder irgendwie so ein Ding, was im Schuppen steht, wo man ganz genau weiß, ey, hör mal, das ist von meiner Uroma. Ja. Die hat schon zwei Kriege überlebt. Ding überlebt die Kohle auch noch. Richtig, sehr gut. Genau. Ja, okay. Da schütte ich jetzt gleich einfach die Kohle von hier nach darüber, damit die richtig schön durchzieht oder ist dabei durchzuziehen. Dann nicht ich, sondern du. Ja, Heusi grillt ja halt. Wollte ich gerade sagen, nicht der Alex grillt, der Heusi grillt. Ich bin der Lakai hier. Ja, richtig, genau. Sehr gerne. Einmal zurechtschneiden mit der Zwiebel, ab in die Kohle. Und ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, das ist tatsächlich eine uralte skandinavische Art, Dinge oder Produkte zu garen. Ne? Weil bei 40 Grad minus zum Beispiel ist das ein bisschen schwierig, da einfach mal irgendwie was herzuzaubern, sondern da gibt es halt viele Möglichkeiten, unabhängig von der normalen Kochart, mal ein paar Jahrhunderte zurückzudenken und dann Sachen zu machen. Aber auch die kann man wunderbar interpretieren mit indischen Gewürzen, mit deutschen Oma-Tricks. Also da gibt es ganz viele Sachen. Auf jeden Fall die Zwiebel und die Lauchzwiebel wird einfach in die Kohle reingeschmissen, mit der Kohle zugedeckt. Wir machen ein Kohlebett quasi. Wir machen ein Kohlebett, Gemüse, ne? Richtig, genau. Und das Gemüse, das gart ja sozusagen von außen nach innen und die ersten zwei Schichten, deswegen habe ich auch eine große Lauchzwiebel genommen, die schneiden wir dann später ab. Das ist so richtig verkohlt, das kannst du auch abkrusten sozusagen. Aber wird wahrscheinlich total zart und weich, ne? Oder? Richtig, genau. Aber innen drin hast du die gegarte Zwiebel. Es bleibt tatsächlich nicht so viel übrig. Ja. Na, also, das ist, also für mehrere Leute bräuchten wir ein paar Lauchzwiebeln. Definitiv. Die reicht dann vielleicht, deswegen sagt man auch, ey, du Lauch. Ja, genau. Weil, ne, Lauch ist immer dünn. Richtig, genau. So sieht's aus. Genau. Und deswegen braucht man ein bisschen mehr, aber es geht ja nur darum, jetzt so ein paar kleine Tipps und Tricks zu zeigen. Deswegen, die Kohle haben wir jetzt angemacht. Da würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, packe ich die Kohle einfach schon mal rüber. Ja, ich mache den Lauch schon mal kleiner etwas. Richtig, ich halbiere ihn. Ich würde den tatsächlich hier oben einmal halbieren. Nehmen wir die Haare auch mit? Nö, die nicht. Wir nehmen wirklich nur das Stückchen hier. Die Haare also bitte auch nicht wegschmeißen. Da ist die Kamera, genau. Und da ist die Kamera. Nicht wegschmeißen, sondern da kannst du auch noch einen schönen Porree-Salat draus machen. Genau, wenn man es kann. Genau, richtig. Ja. Also ich bin auch gerne ein Typ, der versucht, zumindest 99,9% zu verwerten. Ja, okay. Unten dran lassen. Ja. Das war schon. Fertig. Achso, ich dachte nochmal hier auch nochmal halten. Ja, komm, dann machen wir es mal wesentlich ordentlich hier. So. Deutsch. Ne? Ja. Das ist Deutsch. Das ist Deutsch. Genau. Deutsch. Die Zwiebel kann ich ganz lassen. Genau. Die lässt du einfach ganz. Dann bin ich ja schon fertig. Also rein theoretisch habe ich meinen Teller. Ich gucke mal nach der Kohle vielleicht einfach in diesem Moment. Ja, so einfach geht es. Ich war übrigens sehr überrascht, als wir uns im Vorfeld unterhalten hatten und du gesagt hast,
Indisches Restaurant, ja. Indische Kochschule, aber das Rezept ist eigentlich skandinavisch. Ja. Du reist unheimlich viel durch die Welt, richtig, ne? Das muss man sagen. Genau. In Schweden selbst gewesen und das da ausprobiert. Ja, ja, tatsächlich. Wir haben für eine Reisegruppe mit 40 Leuten im Iglo-Hotel, was auch ziemlich bekannt ist, haben wir tatsächlich draußen bei minus 35 Grad genau sowas gemacht. Wir haben nur ein altes Ölfass genommen, wie man das so schön kennt, von den Ugly Drums und von den Leuten, die irgendwo in New York an den Holzfässern stehen. Back to the Roots. Ja. Haben da einfach Kohle reingeschüttet, 3 Stunden vorher angefangen, riesen Spieße gemacht, in dem Fall Chicken Tikka Spieße auch, haben uns richtig schöne kleine Graben gegraben, in dem Fall Kohle einfach reingeballert und dann haben wir wirklich ein Dreigang-Menü gezaubert. Das ging natürlich über 4-5 Stunden, aber es war ein tolles Erlebnis. Da zählt das Erlebnis aber auch. Richtig, genau. Und also so viel Zeit müsst ihr jetzt nicht aufwenden, keine Sorge, weil wir kriegen das schneller hin, 30 Stunden brauchen wir nicht. Aber das ist ja so ein Ansatz, ne? Ja. Und ich weiß nicht, wenn du zu Hause einfach tatsächlich am Ende des Gartens irgendwie so eine kleine Grube hast und da einfach nur Steine reinlegst und da Holzkohle reinballerst oder Briketts und da drin grillst und einfach nur irgendwie Spieße reinballerst oder nur einen Fisch auf den Spieß und zwar, das ist doch geil. Aber wichtig ist, nimm den eigenen Garten, nicht den vom Nachbarn. Ich glaube, das ist sinnvoller. Mach du die Kohle rein. Richtig, genau. Machen wir mal. Es gibt dazu auch noch Fisch, das ist ja ganz wichtig, haben wir ja schon gesagt. Jawohl. In diesem Falle, was hast du genommen für Fisch? Ich habe Seelachs genommen. Ja, okay. Das ist so ein, also eigentlich wollte ich... Na, das sieht doch gut aus. Schön viel Hitze. Perfekt. So, ich reiche dir das an, wenn es recht ist. Genau. Okay. Ist jetzt zu heiß wahrscheinlich, ne? Ja, ach, verbrenn du da ruhig über den Finger. Also schmeißt es einfach rein. Ah, okay, alles klar. Gut, nee, so kann man es machen. Das hätte ich von hier wahrscheinlich auch noch gekonnt. Genau. Aber ich bin übrigens wichtig ist, und du siehst jetzt, guck mal, wie heiß das ist, die erste Schicht der Zwiebel. Boah, das geht auch ratzfatz. Ja, das geht rucki-zucki. Ja, gut, ist natürlich die erste Schicht. Ja. Was ich jetzt versuche, wenn ich die Zange so hier mal... Genau. Runter zu graben. So richtig, genau. Eben, ne? Wir machen ein Lauchbett. Ein Lauchzwiebelbett. Und auf den Gedanken musst du halt einfach erstmal kommen. Na, und ich finde halt, das Coole ist einfach dabei, bei der Zwiebel, den müssen wir gleich einfach mal umdrehen. Das Coole ist halt einfach, dass ich versuche, nicht nur im Restaurant, sondern auf meinen Reisen und in den Rezepten, die ich schreibe, tatsächlich überall immer so ein bisschen aufzufangen, wo ich einfach ganz genau weiß, ey, das ist geil, das ist super einfach. Ja, und das ist völlig außergewöhnlich, das muss man richtig sagen. Also genau. Wer kommt da drauf, dass man Gemüse erstmal verkohlt, respektive im ersten Ansinnen sogar verbrennt. Ich sag mal, was passiert ja hier gerade mit den äußeren Schichten halt auch. Ne? Richtig. Es ist warm, macht das gerne auch im Winter. Also das Häusigrill muss nicht zwingend im Sommer sein. Also ich glaube, das bietet sich auch an, wenn die ganz kalten Tage wieder da sind und ihr draußen beim Nachbarn, nee, beim eigenen Garten ausgehoben habt und dann vielleicht im Schnee das Ganze noch macht. Ich glaube, das ist auch ziemlich kultig einfach. Ne? Auf jeden Fall. Also wenn man sich das schon anguckt, die Zwiebelhaut, die erste, die ist gleich wirklich, die ist verkohlt im Prinzip schon. Was ist denn der große Vorteil? Also du hast gerade eben schon gesagt, beim Lauch, es bleibt nicht so furchtbar viel übrig, aber das, was übrig bleibt, kriegst du das sonst nicht so schmackhaft hin? Ist das aromatisch nochmal anders? Ja, also da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ne? Du kannst natürlich auch den Lauch ganz einfach in den Backofen packen. Mhm. Ne? Ich sag mal, ich bin auch tatsächlich nicht nur ein Typ, der gerne am Ende des Tages ein geiles Produkt abliefert, sondern so ein bisschen Show dahinter ist natürlich auch geil. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Jetzt überleg mal, du hast so einen Zehnertisch mit Nachbarn, mit Freunden und Familie auf den Sonntag und du legst einfach diesen Lauch in der Mitte von diesem Tisch hin und hast dann 10 verschiedene Lauch, die einfach verkurzt sind. Alle denken einfach, du spinnst doch wohl. Sag mal, wo hast du denn kochen oder grillen gelernt? Genau. Du sagst, nee. Wartet mal ab. Wartet mal ab, Leute. Ja. Und dann hast du den Lauch, der innen drin noch warm ist. Und dann gibst du einfach jedem einen Lauch und sagst, Leute, jetzt müsst ihr mal selber die eigene Schicht abnehmen. Schmeißt den von mir aus noch einen Zehwer dahin. Aber ihr dürft warten, bis es kühl ist. ja, auf jeden Fall. Jetzt muss keiner bei 800 Grad hier ran. Richtig, genau. Na, und du siehst, der Lauch ist jetzt schön komplett überdeckt. Jo, das geht dann, oder wenn man einfach mal... Je nachdem, wie dick der Lauch ist, das muss man selber ein bisschen herausfinden. Ich bin auch gerne so ein Typ, der sagt, Leute, macht es gerne 1-2 Mal falsch. Ja. Bei einem Lauch kannst du ja nicht viel falsch machen. Ist auch nicht so ein teures Produkt, das darf man einmal verkimmeln. Und das ist halt auch bei den Kochkursen, das ist halt oft so, dass die Leute mich fragen, wann ist das Fleisch gut, wann ist es nicht gut, wie dick ist das? Aber es gibt 1000 verschiedene Rahmenbedingungen, die dabei eine Rolle spielen, auch wenn du den Leuten eine Garantie oder ein Rezept mitgibst. Da gibt es auch verschiedene Tests. Wie dick ist das Fleisch, was für ein Grill, was für Skills hast du, wie oft machst du es, wie hoch ist die Hitze, was für eine Pfanne hast du vielleicht auch? Wir wollen ein bisschen auch was zeigen hier noch. Wir können vielleicht mal gucken. Genau, vielleicht mal so für die Kamera. Das sieht doch super aus. Was gucken wir uns an? Wir haben noch eine Avocado hier. Richtig, das genau. Was hat es damit auf sich? Was machen wir mit der gleich? Also Avocado ist tatsächlich so ein bisschen meine Lieblingsfrucht tatsächlich, weil du kannst damit alles machen. Ich habe mir heute Morgen tatsächlich schon eine zweite geholt und die aufgegessen, weil die super nahrhaft ist. Ein schönes Walnussbrot, obendrauf bisschen Limettensaft, bisschen Salz, Pfeffer. Reicht schon, ne? Und das reicht schon. Ne? Und die kannst du super snacken und die bietet dir unheimlich viel Energie. Ja. Ne? Also das ist so, wenn ich mal irgendwie schlechte Laune habe, ist das dann meine Tafel Schokolade. Ich wollte gerade sagen, wenn keine Schokolade da ist, dann tust du auch eine gute Fette. Hast du schon mal eine Avocado geschnitten? Ja, habe ich schon mal. Ich hoffe, ich mache es auch nochmal richtig. Ich würde dann die jetzt rein theoretisch so korrekt aufschneiden, es zumindest versuchen. Bis zum Kern runterkommen. Korrekt.
Und dann habe ich das, glaube ich, hoffentlich auch richtig gelernt, dass ich, wenn ich jetzt den Bud Spencer-Trick mache, einmal, Achtung, zur Seite, so da reinhaue, na, es war fast gut. Aber ich kann den Kern rausnehmen. So, ich habe schon einen Schritt jetzt mehr gemacht, als ich eigentlich hätte machen sollen. Weißt du, was das Schöne dabei ist? Ja. Manchmal ist auch das Ziel der Weg. So. Also, und nicht der Weg, das Ziel. Der Stein ist schon mal weg. Es gibt nichts Falsches. Nee. Also nur weil ich vielleicht der Meinung bin, dass es richtiger ist, muss es ja für dich nicht unbedingt richtig heißen. Du darfst ja nicht vergessen, wenn wir Avocado schneiden, haben wir vielleicht 100 Stück pro Tag. Ja. Und dann machen wir das zack, zack, zack. Also geschnitten wir die gut. Definitiv. Du kannst wahrscheinlich auch bei einem Horrorfilm mitmachen. Ja, das war das erste Angebot. Da habe ich gesagt, nee, lieber Häuse-Grill. Bevor wir einen Horrorfilm drehen, vielleicht wird das ja auch schon der blanke Horror. Genau. Wer weiß. Gut, die können wir auf jeden Fall brauchen. Nee, wir können beide gebrauchen. Auch, ne? Also völlig wurscht. Ja, okay, schnapp du dir mal bitte den Seelachs, ja, okay, und die Avocado. Ja. Komm, ich leg dir mal mit hier drauf. Dann gehen wir mal rüber zum Grill. Warte mal, ich mache hier den Reststein raus. In der Hoffnung, dass ich hier nichts fallen lasse. Ja, okay. So, und ich habe den Grill hier schon ein bisschen ausgemacht. Das, ja, heißt, okay, ich nehme mal die Avocado runter. Sehr das gerne. Machst du ja gleich. Jetzt, ja, kommt ein bisschen Öl drauf. Ja. Und jetzt legst du mal bitte einmal den Lachs da drauf. Einfach so von der Seite, wo er hier auch drauf ist. Ja, richtig, genau. Völlig okay. Okay. Ah. Genau, und das lassen wir jetzt einfach mal richtig schön knistern. Ja. Jetzt wieder ein bisschen Öl, das kannst du mal eben bitte machen. Sehr gerne. Einmal links oben, einmal rechts oben. So kann man oben? Ja, links oben, oben, rechts unten, wie du willst. Einfach nur so zwei kleine Stellen für die Avocado. Ja, okay. Öl gibst du einmal mir. Ja, und jetzt kannst, okay, du die Avocado genau da drauf legen und ein bisschen anrücken. So oder in der? Nee, auf der anderen Seite. So. Genau, mit der Fruchtfleischseite, ja, nach unten. Okay. Perfekt. Okay, wonderful. Angedrückt ist es. Das brauchen wir nicht mehr, ne? Richtig, erstmal, genau. Und jetzt lassen wir den Grill auch ruhig auf, weil, ja, so können wir auch so ein bisschen schauen, wie sich das mit der Temperatur entwickelt. Ja, okay. Okay. Jetzt kommt der Punkt, wo wir einmal... Sag mir, was ich tun kann? Na, das lass mich mal übernehmen, weil, okay, jetzt wird es heiß tatsächlich. Dann schenke ich Wein ein. So. Das ist ja das Schöne. Zum Essen immer auch ein gutes Stückchen. Das hat noch keinem geschadet. Das haben schon die ganzen wirklichen Kochexperten immer früher gesagt. Und daher sind wir da auf der sicheren Seite. Oh, ich, yes, will dich mal nicht ablenken hier. Falls ich helfen kann, bevor ich den Notarzt rufe, sagst du Bescheid, ne? Ja, Notarzt muss bei mir immer selber kommen. Ach so, okay, alles klar. Da habe ich schon so eine Flatrate. Ja, gut. Hast du genug Platz, also soll ich die Tomaten eben zur Seite nehmen? Warte. Ja, kannst du mal einen Schritt. Ja. So, das heißt, ich habe den Lachs von vornherein, ja, schon nur zu 50% gebraten, ja, weil ich jetzt einfach den Seelachs in dem Fall, möchte ich Zeit geben, noch so ein bisschen vor sich hin zu vegetieren. Das ist schon gut. Richtig, genau. Richtig, so, jetzt noch ein bisschen Flüssigkeit. Ja. Nochmal was zum Schließen drüber. Limette packen, ja, wir auch drauf. Hier. Korrekt. Legen wir mal schön daneben. Nee, genau, und jetzt könntest du auch, wenn du jetzt den Lauch zwiebeln, also das sind noch so wir kleine Tipps. Haare draufsetzen jetzt, ne? Ja, nicht das. Ich würde tatsächlich in dem Fall einfach jetzt hier so ein bisschen runterschneiden. Ja. Damit er... Ja, da merkt man den Profi. So. Ich hätte eine halbe Stunde gebraucht vermutlich. Bitte? Genau, was du mal machen könntest, du könntest den Lauch schon mal rausholen. Ja, kann ich machen. Wo soll ich den hintun? Nee. Du, wir nehmen die Bratenplatte tatsächlich als Zivilform. Ja, okay. Weil ich bin ja auch faul und habe keinen Bock zu spülen. Ja, okay. Jetzt komm mal hier rüber. Den legst du einfach hier hin, an der Seite. Also so. Guck dir das mal an, wie geil das aussieht. Und total übrigens cool. Merkst du das, wenn du das mit der Zange anpackst, ja, merkst du das ja ähnlich wie bei Spargel, wenn man Spargel macht. Ja, genau. Dass da nicht zu viel Widerstand ist, ein bisschen genau, bricht er sich durch. Es hat sich in der Mitte, genau, so ein bisschen gebogen. Und dann, ja, weißt gleich du eigentlich, dass es der perfekte Garpunkt ist, weil, okay, wenn sich das dann zu sehr biegt, dann weißt du ganz genau, der Lauch, der ist... ja, tot. Der ist wirklich verkohlt. Ja, genau. Dann mag ihn ja auch keiner mehr essen. Ja. Und du siehst jetzt auch zum Beispiel, guck mal, die haben ja nichts dabei gemacht, der Seelachs, wie der sich von selber löst. Total. Und das, absolut, ist natürlich, der Fisch ist ja schon tot. Das Einzige, worauf du achten musst, ist, den nicht zweimal tot zu braten. Ist und das ganz ist wichtig. Ne? Und das ist halt tatsächlich, da muss man ein bisschen Gefühl für haben und learning by doing. So, ja, jetzt, so, komm, genau, jetzt Prost, Sascha. Nee, das ist das hier, du wolltest rot. Ach so, rot, so war das. So. So einer bist du also. Salute. Zum Wohl. Zum Wohl. Was sagt der Inder, wenn er anstößt? In der Kopf. Ich ruf mal kurz Vater an. Ja, genau, da fragen wir mal nach. Er sagt wahrscheinlich alle bei oder? Zur Not übersetzen wir das auch nochmal hinterher unten drunter. Übrigens alle Rezepte, das ist für euch ganz wichtig von Häuser Grillt, seht ihr im Abspann der aktuellen Folge immer. Dann noch das aktuelle von Alex Wai. Hier verkohltes Gemüse mit Seelachsfilet und Avocado und einem Hauchlauch. Alex Wai bei Häuser Grillt, das Rezept natürlich im Abspann gleich für euch nachzulesen. Und das Wichtigste ist, ihr habt gesehen, es hat nicht lange gedauert, es war super unterhaltsam, es macht Spaß. Und bei allem Respekt, das kann wirklich jeder. Jo. Ne? Und das ist eine tolle Alternative im Sommer, wenn ihr grillen wollt. Also, bis dann. Alex, ganz herzlichen Dank. Ich hafte aber übrigens nicht dafür, dass ihr zu Hause bei euch selber grillt. Nee, das... In den Räumlichkeiten selber. Das ist mir schon mal ein paar massiert. In Schweden ist die Feuerwehr gekommen. Gut, also dann sagt vielleicht eurem Nachbarn oder Feuerwehr vorher Bescheid. Genau. Und denkt dran, ne, hier alles leicht nachzumachen. Häuser Grillt, nächste Folge. Ich freue mich auf euch. Sage danke, Alex Wein. Tschüss, bis bald.